Das sind auch die drei Varianten gewesen, die nicht ganz unwahrscheinlich sind politisch, wenn auch eine, vielleicht die eine oder andere dann am Ende auf jeden Fall herauskommen wird müssen. Die SPÖ hält sich da bisher heute sehr bedeckt, ob sie mit den Grünen weiter regieren will, aber vielleicht werden wir da schon ein wenig schlauer, was die Parteien da so anzubieten haben mit diesem Wahlergebnis, wie es jetzt vor uns liegt. Und das erfahren wir möglicherweise bei der Runde der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, weil jetzt sind sie tatsächlich bei Paul Tesarek im Rathaus eingetroffen. Jetzt ist es soweit, unter großem Blitzlichtgewitter sind alle hier eingetroffen bei uns im Festsaal des Wiener Rathauses. Und ich begrüße als erstes den Wahlsieger, Bürgermeister Michael Ludwig. Guten Abend. Herr Bürgermeister, die absolute geht sich nicht aus. Ich glaube, Sie haben auch nicht wirklich ernsthaft damit gerechnet. Jetzt ist die große Frage, werden Sie uns jetzt endlich verraten, mit wem Sie koalieren werden? Also ich bleibe bei der Stellungnahme, die ich immer abgegeben habe, nämlich, dass die Wienerinnen und Wiener am Wort sind, entscheiden, welche Koalitionen sich rechnerisch ausgehen und wo es dann politische Schnittmengen gibt, das werden die Gespräche zeigen. Aber ich möchte die Gelegenheit benutzen, mich ganz herzlich bei allen Wienerinnen und Wienern zu bedanken, die an der Wahl teilgenommen haben, bei jenen, die mir das Vertrauen geschenkt haben, aber auch bei allen anderen, weil es ein Zeichen der Demokratiegesinnung war, dass es eine relativ hohe Wahlbeteiligung gegeben hat und auch eine starke Zustimmung zur Sozialdemokratie und zu meinem Wirken als Bürgermeister. Die Umfragen haben Sie ja schon ein bisschen ahnen lassen, aber sind Sie trotzdem überrascht, dass Sie ein besseres Ergebnis eingefahren haben als Michael Häupl zuletzt? Ja, es war immer mein Ziel, das Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl zu erreichen mit 39,6%. Das scheint nach den jetzigen Hochrechnungen erreicht zu sein. Und das freut mich ganz besonders, weil auch das letzte Ergebnis schon sehr gut war. Und der Abstand zum zweiten hat zugenommen. Das heißt, die SPÖ hat an Vertrauen auch zugelegt in Prozenten, aber auch in Relation zu den Mitbewerbern. Ich will Sie mit dem Thema Koalitionen trotzdem noch nicht ganz auslassen. Es gibt ja laut Umfragen eine Mehrheit in der Wiener Bevölkerung, die eine Fortsetzung von Rot-Grün möchte. Es gibt aber auch in Ihrer Partei etliche, die dieser Variante gegenüber sehr skeptisch gegenüberstehen. Sehen Sie das auch so? Ja, es gibt mit jeder Koalitionsvariante Befürworter und welche, die das weniger positiv sehen. Man wird sehen jetzt bei den Gesprächen, wo es politische Schnittmengen gibt, die eine Kooperation ermöglichen. Und da wird es wichtig sein, die Interessen der Wiener Bevölkerung größtmöglich zu vertreten. Und das wird meine Aufgabe als Bürgermeister sein. Mit den NEOS gemeinsam würden Sie nach jetzigem Stand, das ist alles noch erste Hochrechnung, auf 55 Mandate kommen. Wäre das eine komfortable Mehrheit, die für Sie auch praktikabel wäre? Ja, wie gesagt, wir haben noch kein endgültiges Ergebnis. Es sind alles Hochrechnungen, auf die wir jetzt mit unseren Diskussionen Bezug nehmen. Also von daher wird man einmal abwarten, wie ist das endgültige Ergebnis. Die Hochrechnungen stimmen mich sehr zuversichtlich, dass es möglich ist, mit mehreren Gesprächspartnern Verhandlungen zu führen. Und ich denke, es macht Sinn, dann die politischen Schnittmengen auszuloten. Trotzdem noch die Frage, Koalition mit der ÖVP wäre für Sie denkbar, mit einem Vizebürgermeister Blümel, der vielleicht, wir werden es dann noch hören, vielleicht Anspruch auf das Finanzressort erheben würde. Würden Sie das akzeptieren? Also wir haben von Beginn an und wir stehen immer zu unserem Wort. Also was wir vor der Wahl sagen, das lösen wir auch nachher ein. Das gilt für die SPÖ, gilt für mich als Bürgermeister. Ich habe eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen und mit dem Team HC Strache. Alle anderen Koalitionsoptionen sind möglich. Und zur Frage Finanz- und Wirtschaftslandesrat, Stadtrat kann ich nur erwähnen, dass wir einen sehr, sehr guten in der Person von Peter Hanke haben. Aber wie gesagt, ich will den Verhandlungen nicht vorgreifen. Es wird sich zeigen, welche politischen Schnittmengen es gibt. Heißt, reden könnte man auch darüber? Ja, prinzipiell habe ich angekündigt, mit allen Parteien zu reden, auch mit jenen, wo eine Koalition nicht vorgesehen ist. Weil ich glaube, in der Demokratie gehört es dazu. Und dann wird man sehen, wo gibt es diese berühmten politischen Schnittmengen? Und erst nachher wird dann über personelle Entscheidungen diskutiert. So, das halten wir immer so bei Verhandlungen so und das wird immer auch so sein. David Ellenson von den Grünen hat Bilanz gezogen und hat gesagt, Rot und Grün ist bestätigt worden. Sehen Sie das auch so?
Ja, vom Prinzip sind alle Parteien bestätigt worden, mit Ausnahme der FPÖ. Also von daher könnte man das für alle Parteien in Anspruch nehmen. Also das alleine ist jetzt noch keine Garantie für eine Koalition. Von Christian Rainer haben wir vorher gehört. Der hat gesagt, es wären 15% ehemalige FPÖ-Wähler am Markt gewesen. Und von denen hätten Sie eigentlich herzlich wenig für sich gewinnen können oder zurückgewinnen. Also ich bin als Bürgermeister angetreten für alle Wienerinnen und Wiener. Und unabhängig davon, was wer früher gewählt hat, nachdem es eine hohe Mobilität gibt, auch bei der Wählerschaft, ist das für mich unerheblich. Ich habe um Vertrauen für meine Tätigkeit geworben, dass ich auch in Zukunft Gelegenheit habe, die Stadt in die Zukunft zu führen. Und unabhängig, welche Partei wer früher bevorzugt hat, war es mir wichtig, meine Standpunkte zu vermitteln. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden, wenn dieses Ergebnis hält, dass die Hochrechnungen jetzt ausweisen, bin ich sehr zufrieden. Es ist ein Zuwachs für die SPÖ, es ist ein Zuwachs auch in meiner Funktion als Bürgermeister, für das, dass ich erst seit 2 Jahren in der Funktion bin und erstmals angetreten bin, bin ich sehr zufrieden. Letzte Frage ganz kurz. Zufrieden oder glücklich? Ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr dankbar und danke den Wienerinnen und Wienern, die mir dieses Vertrauen geschenkt haben. Und ich danke auch jenem Team, das mich sehr unterstützt hat, getragen hat in dieser Wahlbewegung. Und ich danke auch meinen politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Es war mit kleinen Ausnahmen ein sehr fair geführter Wahlkampf und dafür möchte ich mich auch bei Ihnen und bei euch bedanken. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Wir kommen zum Vertreter der jetzt zweitstärksten Partei im Wiener Landtag und Gemeinderat, Gernot Blümel. Ihr Ziel war eine Verdoppelung des Wahlergebnisses. Das war schon ein bisschen ein bescheidenes Ziel, denn in manchen... Verdoppelung ist bescheiden. Naja, ich sag's, ja, absolut. Aber wer sagt's deswegen, weil in manchen Umfragen die ÖVP schon auf 25% geschätzt worden ist. Haben Sie jetzt eine Freude oder ist es ein bisschen leichte Enttäuschung dabei? Es gibt ausschließlich Freude. Ich muss ja ständig auf den Bildschirm schauen, wo die aktuelle Hochrechnung ist, weil ich es noch immer nicht glauben kann, weil das wäre einfach sensationell. Ich habe die ÖVP Wien übernommen bei ein bisschen über 9%. Historischen Tiefstand. Und wir haben die letzten Jahre Oppositionsarbeit gemacht und gekämpft um jedes Prozentpunktel. Und dass am Ende des Tages vielleicht sogar so ein Ergebnis herauskommt, wie es jetzt in der Hochschätzung da ist, das macht mich überglücklich und dankbar. Das hätte ich mir persönlich nie erwartet. Und deswegen ja, ein großes, großes Danke. Es ist vielleicht gelungen, Platz 2 zurückzuerobern, von Platz 4 kommen, das den größten Zugewinn aller antretenden Parteien zu haben und auch den größten Zugewinn, den die ÖVP Wien in ihrer Geschichte jemals erreicht hat. Da kann man einfach nur Danke sagen an alle Wienerinnen und Wiener und das Team, das so großartig gekämpft hat. Also reine Freude. Wie würden Sie es denn einschätzen, wie groß ist Ihr Anteil und wie groß ist der Anteil von Sebastian Kurz und der Bundespolitik? Das ist ein gemeinschaftlicher, erkämpfter Sieg. Da ein großes Danke an Sebastian Kurz, der die neue Volkspartei auch türkis gemacht hat, der eine neue Art der Politik gemacht hat, einen neuen Stil. Und ich bin froh, dass dieser Transfer auf die Wiener ÖVP gelungen ist. Ein großes, großes Dank an unseren Bundeskanzler auch für die Rückendeckung. Sie haben immer gesagt, wenn Sie es in die Regierung schaffen in Wien, dann werden Sie auch in Wien bleiben, also auf Wiener Landesebene bleiben als Vizebürgermeister. Gilt das noch immer? Natürlich, ich bin angetreten, um mitzuregieren. Und wenn dieser heutige Wahltag eines zeigt, dann, dass die Türkisen den größten zusätzlichen Zuspruch gewonnen haben. Und das heißt auch, dass die Wienerinnen und Wiener mehr türkise Politik in Zukunft in Wien wollen. Mhm. Und das kann man am besten umsetzen in einer Stadtregierung. Ich stehe selbstverständlich für Koalitionsverhandlungen bereit. Ich weiß schon, dass niemand natürlich gern öffentlich Bedingungen schon nennt, bevor die Verhandlungen begonnen haben. Aber ich glaube, Sie fragen trotzdem, oder? Genau, Sie kennen mich schon. Ich frage Sie trotzdem, was immer wieder geheißen hat, es könnte sein, dass die ÖVP im Falle einer Regierung mit der SPÖ das Finanzressort für sich beanspruchen würde. Denken Sie in diese Richtung? Nur, dass wir finanzpolitisch hohe Kompetenzen haben, das wissen Sie ja. Das heißt, aber, Sie könnten Vizebürgermeister und Finanzstadtrat werden? Darum geht es in der jetzigen Situation nicht. Wir warten jetzt das Endergebnis ab. Dann wird die endgültige Ermittlung der Mandate auch festgestellt. Dann wird verhandelt und am Ende dieser Verhandlungen, wenn man sich inhaltlich näher kommt, dann stehen die Fragen der Ämtervergabe und das kommt zum Schluss. Das höre ich immer wieder, aber ich bin schon sehr lang Journalist und habe es auch manchmal schon umgekehrt erlebt, dass zuerst über Posten gestritten worden ist und dann über Inhalte.
Okay, bestätigen Sie. Also, nicht bei mir. Was sagen Sie dazu, dass David Ellenson gesagt hat, Rot-Grün ist bestätigt worden? Ich glaube, jeder versucht natürlich auch, sein Wahlergebnis für sich zu interpretieren. Ich möchte auch allen gratulieren, die dazugewonnen haben. Mich auch bedanken für einen großteils fairen Wahlkampf bei allen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Und die Grünen haben ein Plus. Insofern wird diese Interpretation wohl eine der Grünen sein. Ich freue mich, dass wir den größten Zugewinn aller Parteien gemacht haben. Ein großes Danke dafür. Großteils fairer Wahlkampf. Letzte Frage haben Sie gesagt. Wer war nicht fair? Wir haben viele Fernsehdiskussionen gehabt, es hat da einige herausfordernde Situationen gegeben, auch außerhalb, aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, in Ordnung. Vielen Dank, Herr Blümel. Hier hat inzwischen ein Wechsel stattgefunden. Frau Hebein, Vizebürgermeisterin, Ihr Ziel war das beste grüne Ergebnis und das hat 2010 14,6% gelautet. Derzeit liegen Sie nach dieser Hochrechnung bei 14,6%. Zufrieden? Vermutlich. Ja, wir haben Zuwächse, Zugewinne und das ist natürlich erfreulich. Ob wir das historisch beste Ergebnis schaffen werden, wissen wir dann voraussichtlich am Dienstag. Aber ja, die Freude ist groß und daher auch ein Danke für das Vertrauen bei den Wählern und Wählerinnen und ein Danke an jene, die für Klimaschutz und Zusammenhalt gelaufen sind. Und jetzt wollen Sie selbstverständlich eine Fortführung von Rot-Grün, richtig? Unbedingt, sicher nicht. Aber das Ergebnis zeigt doch, dass der große und der kleine Koalitionspartner gewonnen hat. Das ist in Krisenzeiten außergewöhnlich. Mhm. Und ja, ich sehe es als ganz klaren Auftrag, mit Rot-Grün weiterzumachen. Sie haben letztens zur Überraschung nicht weniger Menschen eine Bedingung genannt für die Fortsetzung dieser Koalition, nämlich dass die Abbiegeassistenten für LKWs beschlossen haben. Haben Sie sonst auch noch ähnliche Bedingungen? Der Bürgermeister lacht schon nämlich dabei. Ist aber ein ernstes Thema. Nein, ich werde jetzt sicher niemanden irgendetwas ausrichten. Jetzt warten wir das Ergebnis ab. Wir Grünen freuen uns einfach über die Zuwächse und sagen noch einmal herzlichen Dank. Kann ich verstehen, aber wäre nicht angesichts des großen Rückenwindes, den die Grünen überall durch die Klimaschutzbewegung gehabt haben, eigentlich mehr zu erwarten gewesen? Mein Blickwinkel ist ein anderer. Wir haben zwei sehr große Krisen zu bewältigen, die Corona- und die Klimakrise. Und üblicherweise wird der Erste gestärkt und nicht so sehr der kleine Partner. Und das ist außergewöhnlich und darüber freuen wir uns natürlich, weil es auch zeigt, dass es hier ein großes Vertrauen gibt und wir werden das Versprechen halten, mit Klimaschutz und Zusammenhalt unsere Stadt voranbringen. Am allermeisten ist aber eigentlich die ÖVP gestärkt worden. Was würden Sie sagen, wenn der Bürgermeister Ludwig einen Wechsel zur ÖVP macht? Der Herr Bürgermeister hat es jetzt in der Hand. Mal abwarten, wie er sich entscheidet. Ich bleibe dabei. 10 Jahre Rot-Grün. Der Rücken wurde uns gestärkt, nämlich beiden Parteien. Mal abwarten. Sie haben gesagt, natürlich, verständlicherweise, Sie werden jetzt keine Koalitionsbedingungen nennen. Aber was formulieren wir so? Wie wichtig wäre Ihnen die sogenannte autofreie City, die ja eigentlich keine autofreie ist, sondern eine Reduktion um 25% des Verkehrs bringen sollte? Wie unbedingt wollen Sie die durchsetzen, wenn es weiter eine Koalition mit Michael Ludwig gibt? Jetzt ist einmal der Wahlkampf vorbei. Jetzt haben wir mal die ersten Prognosen und die schauen für uns Grüne sehr, sehr gut aus. Es geht in eine gute Richtung. Jetzt warten wir mal ab bis Dienstag, bis das Endergebnis da ist. Und dann überlegen wir uns irgendwelche Koalitionsvarianten. Der Ball liegt beim Herrn Bürgermeister. Vielen Dank, Frau Hebein. Gerne. Okay, und hier hat inzwischen der nächste Wechsel stattgefunden. Ich begrüße Vizebürgermeister Dominik Knepp bei uns. Minus 23,3%, ein furchtbarer Absturz. Wie geht's Ihnen? Ja, natürlich ist das schmerzlich, weil wir heute ein Ergebnis präsentiert bekommen haben, das leider Ausgang genommen hat in Ibiza. Und anscheinend zu Recht gibt es einen Vertrauensverlust von den Wählerinnen und Wählern. Und das gilt es aber ja, wieder zurückzugewinnen. Und wir haben gesehen, dass auch jetzt bei den Ergebnissen, trotz
diesen schmerzlichen Verlusten, dass sich halt das Wir dennoch gegenüber einem Ich-Programm durchgesetzt hat. Wir haben leider die Rechnung dafür präsentiert bekommen, ausgehend von Ibiza. Und jetzt gilt es aber durch harte, konsequente Arbeit, eine Wählerstimme nach der anderen wieder zurückzugewinnen. Aber heißt das, wenn Sie sagen, der Strache ist an allem schuld, dass Sie selber keinerlei Verantwortung haben für dieses Ergebnis? Sicher wird man das jetzt analysieren müssen, aber natürlich sieht man durch eine mediale Präsenz in den letzten Jahren seit ausgehend Ibiza, wenn man ständig damit in Verbindung gebracht wird, dass es natürlich den einen oder anderen Wähler dann eben verschreckt und dass er dann zu Hause geblieben ist. Und hier gilt es, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen und wieder stärkt dann in 5 Jahren weiter Kontrolle ausüben. Haben Sie heute irgendwann gedacht, zurückzutreten? Also jetzt sind wir mal dabei, das Ergebnis zu analysieren. Wir haben einen Landesparteitag dann in den kommenden Monaten. Und wie gesagt, das wird noch alles besprochen. Aber jetzt gilt es einmal, eigentlich ab morgen geht es wieder los, durch harte, konsequente Arbeit das Vertrauen zurückzugewinnen der Wähler. Ganz kurz noch, Herr Stumpf hat gesagt, der einzige Verlierer sind die Wiener. Sehen Sie das auch so? Ja, was man sieht, ist, dass jetzt weniger Kontrolle ausgeübt werden kann im Landtag und Gemeinderat. Wir haben ja Kraft unserer Stärke in der letzten Periode zum Beispiel das Krankenhaus Nord diesen Skandal aufgedeckt, indem wir den Rechnungshof angerufen haben, indem wir Vereinskonstrukte von Rot-Schwarz-Grün offengelegt haben in einer Untersuchungskommission. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil wir nicht mehr die Mandatsstärke diesbezüglich haben. Aber da gilt es dann auch mit den anderen Parteien, die dann nicht in einer Koalition sind mit der SPÖ, zusammenzuarbeiten, dass sie Kontrolle in Zukunft passieren. Versöhnung mit Strache zum Beispiel, um mehr Einfluss zu haben? Also wenn er reinkommt? Man sieht, er kommt nicht hinein, der Herr Strache. Wenn er doch reinkommt. Dementsprechend zu einer Versöhnung gehört auch immer vorher Buße dazu und die habe ich noch nicht erkennen können. Nur mit Buße, das werden wir Ihnen nachher fragen. Danke, Herr Nepp. Wechsle wieder die Seite. Herr Wiederkehr, von 6,2 auf 8,1% sind Sie besser als Ihre Vorgängerin, Frau Meindl-Reisinger? Ich bin froh, dass meine Vorgängerin so gute Aufbauarbeit geleistet hat und jetzt auch in diesem Wahlkampf unterstützt hat. Und das jetzige Zwischenergebnis ist eine Sensation. Ich bin mehr als zufrieden. Es sind ein Drittel mehr an Stimmen und es ist vor allem eine große Zustimmung zu unserem inhaltlich geführten Wahlkampf. Wir waren die Einzigen, die über bessere Schulen und Kindergärten gesprochen haben, weil die Bildungsfrage in dieser Stadt so zentral ist. Und da freue ich mich sehr, dass wir so viel Unterstützung auch für unseren konstruktiven Wahlkampf in der Mitte auch bekommen haben. Auch Sie haben sich in der letzten Zeit, früher haben Sie einen unabhängigen Bürgermeister gefordert, aber in der letzten Zeit haben Sie sich sehr stark als Koalitionspartner der SPÖ angeboten. Manche haben es bösartig genannt, Sie haben sich angebiedert. Das könnte sich jetzt ja tatsächlich ausgehen, wir haben es vorher schon gesprochen, mit 55 Mandaten. Wie groß sehen Sie Ihre Chance auf so eine Koalition? Mein Ziel war immer, in der Politik auch mitzugestalten. Das ist der Grund, warum sich auch NEOS gegründet hat, um Österreich zu erneuern. Und ich möchte auch Wien erneuern in einer Reformkoalition. Ich habe vor der Wahl ganz klar gesagt, dass wir dazu bereit sind. Jetzt kann man den nächsten Bürgermeister auch gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Es liegt jetzt der Ball beim Herrn Ludwig, mit wem er auch Verhandlungen führt. Für Wien wäre es sehr, sehr gut, eine Reformkoalition auch einzugehen. Wir bringen Zukunftskompetenz mit und wir haben einen starken Schwerpunkt darauf, dass wir auch das Versprechen auf Bildungsaufstieg in dieser Stadt wieder erneuern, weil das so unglaublich wichtig ist. Und vor allem wollen wir auch Betriebe entlasten. Das ist zentral. Jetzt in der aktuellen Krise müssen wir es schaffen, auch Jobs nicht zu erhalten, sondern wieder Jobs zu schaffen. Und ich hoffe, dass genau über diese Themen dann auch in Koalitionsverhandlungen gesprochen wird. Vermutlich wären Sie für die SPÖ von den 3 möglichen Kandidaten aber der einfachste, weil kleinste Koalitionspartner. Ist Ihnen das bewusst? Ich habe schon vor der Wahl gesagt, wir werden nicht der bequemste Koalitionspartner sein, aber der wichtigste für die Wienerinnen und Wiener, dass in dieser Stadt etwas weitergeht. Es ist, glaube ich, wichtig, dass in dieser Stadt etwas weitergeht für die Wienerinnen und Wiener. Und darum geht es ja auch. Und dass man sich in einer Koalition natürlich auf gemeinsame Themen auch verständigt, das ist unglaublich wichtig. Aber auch die Frage von Bedingungen. Wir sind die Einzigen, die vor der Wahl schon klar gesagt haben, welche roten Linien gibt es? Das ist zum Beispiel mehr Mittel für die Schulen, weniger Belastung für Betriebe oder auch mehr Transparenz in dieser Stadt, weil Regieren ist kein Selbstzweck, sondern ich werde sicher nur regieren, wenn sich dadurch auch Wien verbessern wird. Nach den Bedingungen habe ich Sie noch gar nicht gefragt. Scheinbar haben, Sie auf meinen Zettel geschaut. Richtig. Gibt es irgendeine Bedingung, wo Sie sagen, das muss unbedingt erfüllt werden, gerade im Bildungsbereich, weil Sie da so vehement immer sind? Vor allem jetzt in der aktuellen Krise sehen wir, wer darunter besonders leidet. Das sind Familien, das sind die Schulen und das sind Betriebe und dadurch auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Also in einer nächsten Koalition ist wichtig, genau diese Bereiche zu verbessern. Heißt konkret, mehr Geld, mehr Mittel für die Bildung, weniger Belastung für die Unternehmerinnen und Unternehmer, auch mehr Transparenz in dieser Stadt. Und was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ein letzter Punkt, ist auch ein Fokus, ein politischer Fokus auf die Außenbezirke. Weil die Außenbezirke sind die am schnellsten wachsenden Bezirke. Und hier muss auch mehr politisches Hauptaugenmerk drauf gerichtet werden. Noch ganz kurz, wenn diese Dinge nicht erfüllt werden, gibt es keine Koalition. Wir haben bewusst davor rote Linien definiert, die auch in Erfüllung gehen müssen, damit wir auch Wien mitgestalten. Weil mein Ansatz ist, Haltung zu zeigen. Also diese Bedingungen müssen sein. Ja, das ist Haltung. Wir werden sie daran messen. Ich habe auch im Wahlkampf die Haltung bewiesen bei Themen wie Moria und Menschlichkeit. Es geht bei mir auch in der Koalition darum, Haltung zu zeigen und nur dann in eine Koalition zu gehen, wenn sich wirklich etwas verbessert für Wien. Sonst braucht es uns nicht. Vielen Dank, Herr Wiederkehr. Gerne. Und damit zu Ihnen, Herr Strache. 3,6%, das dürfte sich nicht einmal mit der Schwankungsbreite mehr ausgehen. Wie sehen Sie das? Ist jetzt Ihre politische Karriere, die Sie ja schon einmal beendet haben, jetzt endgültig vorbei? Ja, zuallererst einmal bin ich dankbar gegenüber all jenen Bürgern, die in den letzten Wochen und Monaten mit einem Löwenherz und mit Ehrenamtlichkeit das Team unterstützt haben und Großartiges geleistet haben. Und da habe ich wundervolle Menschen kennenlernen dürfen, die sich hier eingebracht haben. Und ja, Sie haben recht, ich bin zuversichtlich, denn wir haben erst einen Grad von 15% ausgezählt, 4,2% in der Hochrechnung. Ich glaube, dass die Auszählung der Briefwahlkarten nicht wirklich wesentlich viel verändern wird, weil ja 40% Briefwahlkartenwähler eigentlich eine wahrscheinlich sehr idente Wahl auch abgegeben dann haben. Dann würden Sie es aber nicht schaffen. Ich glaube, dass wir heute noch auf deutlich über 5% kommen am Ende des heutigen Sonntags und der Auszählung und dass das dann der entscheidende Auszählungsgrad ist. Und so gesehen bin ich zuversichtlich, warten wir mal ab. Aber ich sage eines, die Wählerinnen und Wähler haben immer recht. Und das, was man da erleben musste von meinen Nachfolgern und einer FPÖ-Spitze, die eiskalt und herzlos die Spaltung herbeigeführt hat, die ich nicht wollte, denn ich wollte einen gemeinsamen Weg, ich wollte gemeinsam auch in die Wienwahl hineingehen und dann ist der Ausschluss gekommen. Das hat viele Menschen nicht nur verletzt, sondern auch vor den Kopf gestoßen und das ist sicherlich insgesamt ein Grund, wo viele Menschen enttäuscht sind und ich sage, wo mein Verständnis und Herz bei Ihnen ist. Aber noch einmal die Frage, wenn es sich doch nicht ausgeht, dass sie reinkommt, ist das das Ende Ihrer politischen Laufbahn, das endgültige Ende? Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende der Stimmauszählung abseits von Hochrechnungen und Exitpolls die 5%-Grenze erreichen werden. Also die Frage wollen Sie nicht beantworten, dann stelle ich Ihnen noch eine. Wenn Sie doch reinkommen, hat der Herr Nepp gesagt, Sie müssten Buße tun, damit es eine Zusammenarbeit geben kann. Werden Sie Buße tun und wenn ja, wie? Ich denke eher, dass meine Nachfolger, die so eiskalt und herzlos sich verhalten haben, die freiheitliche Familie wirklich nachhaltig zerstört haben. Und ich denke, dass diese Nachfolger ersetzt werden müssten. Ich glaube, dass das ein richtiger Weg sein könnte, um am Ende auch eine gemeinsame freiheitliche Familie wieder sicherzustellen, die sich viele wünschen. Denn die sind ja vor den Kopf gestoßen worden. Danke, Herr Strache, und danke Ihnen allen für diese allererste Runde von Reaktionen auf die erste Hochrechnung. Und damit gebe ich wieder zurück ins Studio auf dem ORF-Zentrum. Vielen Dank, Paul Teserek, für diese Runde der Spitzenkandidaten dieser Wien-Wahl. Ja, HC Strache glaubt also weiterhin an einen Einzug, auch wenn es laut unserer Hochrechnung nicht realistisch ist.